Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich war einkaufen und ich habe diesen grünen Käse gefunden und ich wusste, ich muss den kaufen und ich muss den frittieren. Ich bin richtig, richtig gespannt, wie er schmeckt. Let's go! Als erstes schneiden wir hier die Folie weg. So, die können wir jetzt hier ganz easy wegnehmen. Und nochmal, Freunde, ich habe einen Käse in dieser Farbe noch nie gesehen und ich bin richtig gespannt. Hier kann man die Haut ganz easy abziehen. Die brauchen wir nicht. Und jetzt legen wir den Käse auf das iPad und stecken in den Käse so 3 solche Holzstäbchen. 1, 2 und 3. So, die stecken jetzt im Käse und jetzt können wir ganz einfach den Käse in 3 Stücke schneiden. So und so. Und jetzt haben wir 3 solche Käsespieße. Den Käsespieß wenden wir jetzt als erstes im Mehl, nach dem Mehl im Ei und nach dem Ei im Paniermehl. Jetzt haben wir eine dünne Schicht Paniermehl darüber, das reicht aber noch nicht, so würde der Käse beim Frittieren auslaufen. Das Ganze geben wir jetzt nochmal ins Ei, nochmal ins Paniermehl, dann nochmal ins Ei und nochmal ins Paniermehl. Und genau so sollte euer Käsestick am Schluss aussehen. Jetzt hat es eine genügend dicke Schicht Panade drüber und das Ganze können wir jetzt frittieren. Freunde, der Käse ist jetzt im Öl, den müssen wir jetzt 5 Minuten frittieren, dann können wir ihn wieder rausnehmen. Freunde, der Käse ist jetzt fertig frittiert und so sieht das Ganze aus. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Das werde ich jetzt natürlich probieren. Der Käse war auf jeden Fall richtig lecker. Er war so grün, weil es Wasabi drin hat. Der Käse hatte Wasabi-Geschmack und er war zu wild. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal.